Hallo meine lieben Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter und Co. Hier ist wieder der Jörg von Bodemotion nach langer Abstinenz mit meinem Jahresrückblick. Das Jahr 2015 hat mir wieder viel gegeben, viel Veränderung mit sich gebracht und natürlich auch ganz viele Erkenntnisse in mir ausgelöst. Angefangen davon, dass ich Anfang des Jahres, Gott sei Dank, wie sich später herausstellte, meine Anstellung verloren habe, weil ich zu dem Zeitpunkt seit ungefähr 15 Monaten das allererste Mal in meinem Leben wirklich gearbeitet habe. Und damit meine ich nicht die körperliche Arbeit oder irgendwelche Art der Anstrengung, sondern eher in einem sehr unmotivierenden, in einer sehr unmotivierenden Umgebung, in sehr unmotivierenden Verhältnissen. Das war ich bisher nicht gewohnt. Ich habe mir andere Wege der Motivation gesucht. Und als das dann Anfang des Jahres sein Ende fand, habe ich gemerkt, wie sehr es mich doch belastet hat. Also von daher begann das Jahr 2015 für mich doch relativ erfolgreich, wenn auch über Umwege. Weiter ging es dann damit, dass ich mit meiner besseren Hälfte zusammengezogen bin, was natürlich erfahrungsgemäß immer etwas holprig ist, wenn man Haushalte zusammenführt. Das Ganze hat sich lange gezogen. Den Sommer habe ich sehr genossen. Es war ein toller Urlaub in Italien. Ihr habt die Bilder gesehen. Und ja, wie soll es weitergehen? Ich habe natürlich durch die verlorene Anstellung mir Wege gesucht, weiter in die Selbstständigkeit mit Bodemotion. Gab es tolle Events, tolle Aktionen. Ich habe fantastische Kunden gehabt, wunderbare Aufträge abgearbeitet. Zum Beispiel Werbung, die auf Autos gedruckt wurde, Webseiten gebaut. Ich habe Unternehmen mitbegleitet in ihren Ideen, in den Neustrukturierungen. Ich habe tolle Fotoshootings gehabt. Ich habe meine Fotografie auf für mich ein ganz anderes Level gehoben, weil sich in mir eine Ruhe breit machte, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und ja, ungefähr nach dieser ganzen Zeit, nach dem Sommer, nach dem Urlaub, war es dann für mich auch wieder an einem Weg, oder bin ich an einen Weg gekommen, an dem ich mich entscheiden musste. Mache ich weiter in der Selbstständigkeit, also vollberuflich, oder lasse ich das nebenberuflich sein? Ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass die Fotografie und Medienberatung als Nebenberuf für mich das ist, was ich will. Ich wollte nie Laufkundschaft, ich wollte immer Projekte haben, mit denen ich mich identifizieren konnte, Kunden, zu denen ich Kontakt bekommen konnte. Ich wollte Dinge realisieren, die ja für meine Kunden nicht realisierbar waren. Seien es Leute, die 2 Jahre lang nach einem Fotografen für ihre Hunde gesucht haben oder eben Kunden, die in einer schwierigen Zeit steckten und sich dann verändern mussten, ja, die jemanden brauchten, der sie medial begleitet, der Fotos macht, Webseiten macht, sich mit Computern auskennt und. Und insofern ist für mich die Entscheidung gefallen, dann weiter Bodemotion im nebenberuflichen Feld auszuleben. Und viel cooler eigentlich an der Stelle, ich habe für mich, und das habe ich seit einem halben Jahrzehnt nicht mehr gespürt, meinen Hauptberuf wiederentdeckt. Dazu muss man wissen, ich bin Systemadministrator mit Leib und Seele, in einem recht komplexen Umfeld tätig, immer eigenverantwortlich, immer selbstständig unterwegs gewesen, in Bereichen, die es zu managen, die es zu organisieren galt. Und da habe ich lange so ein bisschen das Bauchkribbeln verloren. Es war halt ein Job, den ich gut machen konnte. Ich habe mir andere Motivationen gesucht, die mich auch erfüllt hatten. Aber so dieses Kribbeln, den Spieltrieb, den habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Das war sich jetzt schon mit dem vorherigen Arbeitgeber sehr stark in der Veränderung befindlich. Und jetzt habe ich mit iThemis, meinem aktuellen Arbeitgeber, ein Unternehmen gefunden, was so unglaublich viel richtig macht und auch offenbar in der Vergangenheit richtig gemacht hat. Denn es finden Dinge statt, die ich sonst nur meinen Kunden anraten konnte. Die, die auf mich gehört haben, haben tolle Betriebsklimata entwickelt, haben motivierte Mitarbeiter gehabt, haben ihre Ziele erreicht, waren einfach im Flow, wie ich immer so schön sage. Und jetzt erfahre ich das zum allerersten Mal selbst, ohne dass ich was dafür kann und fühle mich pudelwohl. Das ist so ein fantastisches Gefühl, wieder motiviert zur Arbeit zu gehen, sonntags zu denken, super, bald ist wieder Montag, ich kann was machen und daran weiterarbeiten, was ich mir ja ausgedacht habe und die Ziele erreichen, die ich mir vorgenommen habe. Also ganz, ganz toll. Das ist der Grund, warum es nun ein wenig ruhiger geworden ist um Bodemotion. Ich habe mich sicherlich auch etwas verändert beruflich, dahingehend, dass ich anders fotografieren möchte. Für mich ist die Entscheidung gefallen. Tiere, ja. Hundeporträts, ja. Weiter im Bereich der Kommunikation, der Motivation, des
ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt, des neurolinguistischen Programmierens. Ich liebe es, mich und andere zu motivieren, Wissen weiterzugeben. Ich liebe es, Ziele zu erreichen, Dinge zu organisieren. Und auch das habe ich 2015 für mich noch klarer erblicken können. Und das ist ein Knoten, der geplatzt ist, von dem ich wirklich nur jedem wünschen kann, dass es ihm irgendwann im Leben mal genauso geht. Denn es ist einfach toll zu spüren, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man nichts zu befürchten hat, dass all die Dinge, die immer nach der Gemeinheit nicht funktionieren, doch machbar sind und dass man sich selber entwickeln kann mit Familie, mit Nebenberuf, mit Hobbys, mit Interessen und einfach mit so viel Leidenschaft durch den Tag gehen kann, dass es einfach nur fantastisch ist. In diesem Sinne, heute ist der letzte Tag im Jahr 2015. Und nach langer Abstinenz, die mir wirklich sehr leid tut an dieser Stelle, ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt, nach dem, was ich euch erzählt habe. Was soll ich weiter sagen? Ich könnte noch weiter darüber lamentieren, wie toll das Jahr für mich war und wie sehr ich es hoffe, dass es auch euch so ging. Lasst es euch gut gehen, tut mir einen Gefallen, lasst mich wissen, wie es euch geht, welche Ziele ihr habt, durch die Kommentare über meine Facebook-Seite facebook.com/bodemotion, per E-Mail an info@bodemotion.de, über YouTube, nutzt die Kanäle, die wir haben. Ja, ich möchte mit euch in Kontakt stehen bleiben, ich möchte mit euch das neue Jahr gestalten, ich möchte Teil eures Jahres sein, wenn es mir denn irgendwie möglich ist. Und lasst es euch gut gehen, ja, das Leben ist einfach. Genießt es, akzeptiert es und vor allen Dingen macht was draus. Ja, wir haben so viele Optionen, die Zeit ist so opulent und wir haben alles, was wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen, um Leidenschaft zu fühlen, zu entwickeln und euch einen tollen Rutsch ins neue Jahr, ein wunderbares Ende des alten Jahres, wie ich hoffe. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, euer Jörg.